Hallo, meine Lieben. Ja, da bin ich schon wieder und ja, schon wieder mit einem Do-It-Yourself-Set. Ich bin im Moment total verliebt in diese Sets und da ganz, ganz viele dieses Set so toll fanden und schon ganz gespannt waren, wie das aussieht, wenn es fertig aufgebaut ist, habe ich mir gedacht, das machen wir. Genau, das machen wir jetzt einfach mal zusammen, denn auch ich bin total gespannt auf dieses Set. Ja, ich war heute auch noch mal im Action. Ich habe aber gar nicht viel gekauft. Aber ich habe zwei von diesen Kugeln mitgenommen. Und zwar sind das Weihnachtskugeln zum Selbstgestalten. Da ist Schnee drin, da sind Glöckchen drin, da ist eine Borte drin, da ist Papier drin, da sind 3D-Pads drin. Und da sind verschiedene Motive drin, die man dann einsetzen könnte. Davon habe ich zwei Stück mitgenommen. Ja, die fand ich einfach total schön, darum durften die auch noch mal mit. Und ja, gerne, wenn ihr auch die sehen möchtet, werde ich euch diese auch zeigen. Und dann habe ich noch einmal diese Sets mitgenommen. Die finde ich auch ganz schön, um Kränze, Adventkränze oder damit zu, oder, ich habe es schon wieder gesagt, damit zu dekorieren. Ja, und dann habe ich nur noch einmal diese Klammern mitgenommen. Ja, mal schauen, was ich damit so anfange. Und ja, das war es auch schon. Ja, mehr habe ich gar nicht gekauft. Ich musste Aufbewahrungskisten haben und ja, habe einen Geburtstag von meinem Sohnemann gekauft. Das darf ich aber jetzt gar nicht laut sagen. Ja, und ich denke, habe mir dann gedacht, wir machen dieses Set. Ja, wie gesagt, ich bin im Moment total begeistert von diesen Sets. Ja, als allererstes habt ihr natürlich diese ganzen Holzteile. Die legen wir erstmal zur Seite und dann widmen. Genau, wir widmen uns dann als allererstes mal diesen Stanzbögen. Da sind die ganzen Papiere drauf, die wir brauchen. Die müssen wir natürlich nach und nach aufstanzen. Da ist alles vorgefertigt. Ja, das werden wir jetzt dann rausholen. Also ihr müsst das rausnehmen, ohne dass es kaputt geht. Das ist bei mir nicht immer so einfach. Ich habe da einfach keine Geduld für, solche Sachen rauszumachen. Darum arbeite ich auch ungern mit 3D-Bögen, gebe ich ganz ehrlich zu, weil ich wirklich das Talent habe, diese immer kaputt zu machen. Vor allem, wenn dann so kleine Sachen drauf sind. Ja, also meine Lichterkette gestern hängt in meiner Deko und ich muss sagen, die ist wirklich schön geworden. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, ich hatte heute dann nochmal geschaut, aber es waren keine mehr da, alle weg, schade. Ich hätte gerne noch eine gehabt, weil die mir wirklich gut gefallen und die hätte ich dann ja ein bisschen winterlich, weihnachtlich gestaltet. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal. Genau, ihr nehmt dann einfach erstmal das ganze Papier raus und ja, klebt das dann hier drauf. Das passt alles ziemlich genau, aber irgendwie passt das so gar nicht. Ich glaube, das gehört da gar nicht hin, sondern ja, genau. Wenn ihr es richtig rumdreht, dann passt es natürlich auch. Genau, und dann wird das einfach erstmal alles so drauf geklebt. Und da kann ich euch den Tipp geben, da habe ich sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Und zwar benutzt einen Prittstift. Das funktioniert wunderbar. Alle meine Sets, die ich bis jetzt gemacht habe. Mein Gott, heute habe ich echt wieder einen Sprachfehler. Ja, habe ich alle mit Prittstift gemacht, also mit Klebestift. Und das hält wirklich super. Also ich bin kein Fan von Klebestift, muss ich zugeben. Aber das funktioniert super.
ja, ihr habt nicht so viel Gekleckse und ihr seht, das funktioniert toll und dann geht das auch ruckizucki. Ja, das werden wir dann jetzt mal machen und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe alle Teile beklebt. Das schaut jetzt so aus. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, da habe ich erst die falsche Seite eingeschmiert. Ja, und jetzt müssen wir das Ganze eigentlich nur noch zusammensetzen. Und das ist praktisch wie ein Puzzle. Und ja, da muss man halt, nee, das ist immer alles gleich. So, die Schlitze sind ja schon drin. Und da setzt man jetzt diese Teile eigentlich nur rein, eigentlich. Aber das geht tatsächlich manchmal ein bisschen schwer. Dann darf man auch mal... Boah. Also da geht es jetzt gar nicht. Moment. Ja, dann muss man das halt einfach mal kurz in die Hand nehmen und dann funktioniert das auch. So, dann haben wir hier und ich glaube, da kommt einer daran. Am besten nimmt man sich den Karton kurz, stellt ihn sich dann so hin, dass man das Motiv sehen kann und dann kann man danach das Ganze einfach zusammenbauen. So, der kommt jetzt hier ran. Oh. So. Wie gesagt, also manchmal ist das ein bisschen schwer, die da reinzukriegen, aber umso besser hält es natürlich auch. So, und der kommt hier ran. Man könnte das Ganze natürlich auch vorher zusammensetzen. Das wäre vielleicht die bessere Lösung, anstatt sich so wie ich jetzt hier alles kaputt zu machen. Ja, aber so bin ich halt nur. So. Da haben wir das hintere Stück und das vordere, das setze ich jetzt tatsächlich vorher zusammen, bevor ich mir da auch wieder alles kaputt mache. So, die kommen davor, nee, die kommen jetzt da rein. Ach. Mensch, Mensch. Okay, da ist der Anfang. So. Und hier fehlt mir jetzt noch ein Schäfchen. Genau. Das kommt daran. Und dann kommt das ganze Teil hier vorne ran. Und zwar hier so hin. Naja, das ist auch nicht besser. So, ich lege das mal eben hier an und schau mal kurz. Ich muss nur mal gucken, genau, wo das hier anfängt. Wenn man nämlich schon mal eins hat, was passt, dann ist es leichter, die anderen da anzupassen. So, jetzt machen wir erstmal das Schäfchen hier rein. Eieiei. Ja, ich sag ja, es ist nicht ganz so einfach. So, jetzt passen wir die da rein. Boah. Na? Oh, Leute! Dann haben wir hier noch ein
daran. Oh. Moment. So, ich habe den Kampf gewonnen. Ja, genau, dann haben wir das zusammengesteckt und das ist wirklich schön stabil, das hält gut. Und dann hat man hier noch solche Teile. So. Die kann man dann zum Beispiel ja noch zur Deko benutzen. Zum Beispiel haben wir hier Strohballen. Und da nehme ich jetzt die 3D-Pads. Ja, da könnt ihr jetzt die Deko machen, wie sie zum Beispiel auf dem Foto, auf dem Karton ist. Aber ihr könnt euch da natürlich auch komplett austoben und die Deko so machen, wie es euch gefällt. Ja, das hätte man vielleicht auch vorher machen können, aber es geht auch jetzt noch. So, dann werde ich jetzt die 3 Strohballen verkleben. Dann habt ihr noch Sterne und Herzchen und ja, da ich das Ganze aber ja wirklich auch benutzen möchte als Deko unter meinem Tannenbaum, werde ich das jetzt nicht ganz so machen, wie es hier vorgegeben ist, sondern einfach so, wie es mir gefällt. So, ich möchte, dass es aussieht, dass die Heuballen da hinten. Ja, dann haben wir hier noch Schneeflocken. Ja, und ich bin echt am Überlegen, ob ich dieses Jahr den Baumschmuck für meinen Tannenbaum komplett selber mache. Also da hätte ich mal richtig Lust zu, nur Deko in den Baum zu hängen, die man wirklich selber gemacht hat, die man selber hergestellt hat. Und ja, da bin ich schon fleißig Ideen am Sammeln, was mir da so gefallen würde. Und ja, da überlege ich wirklich, ob ich das mache, weil das fände ich echt mal toll. Einfach mal die komplette Deko aus Stoff, Papier und Strohsterne, Papiersterne einfach mal komplett selber machen. Also da, ja, ich denke, das werde ich machen. Und wenn ich das mache, dann ja, werde ich euch natürlich daran teilhaben lassen. Keine Frage.
Aber die Idee gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Werde ich wirklich mal drüber nachdenken, ob ich das mache. Könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das gefallen würde und ob ihr da vielleicht sogar Lust habt mitzumachen. Und euren Tannenbaum wirklich mal komplett selber zu gestalten. Also, die Idee gefällt mir wirklich gut, muss ich sagen. Und ja, da überlege ich jetzt schon eine ganze Zeit lang, ob ich das mache. Aber wenn ich jetzt schon meine Krippe selber hier zusammengeheftet habe, warum soll ich dann nicht auch ja, den Rest meines Weihnachtsbaumes selber herstellen? Es gibt so schöne Sachen. Die man da machen kann. Also ja, werde ich mir auf jeden Fall mal Gedanken zu machen. Ich finde die Idee echt ja nicht schlecht, ne? Ja, also ich habe hier noch ein bisschen Deko, aber das gefällt mir nicht so ganz. Ich glaube, davon werde ich jetzt auch nichts mehr benutzen. Ich schau mal, ob hier vielleicht noch was bei ist. Würde. Ich glaube, hier so ein Holzstern, den werde ich da noch drauf machen. Finde ich jetzt ganz cool. Ja, und so seht ihr, könnt ihr dann auch wirklich die Sachen. Ja, das sieht doch cool aus. So untereinander kombinieren. Und ihr müsst ja nicht unbedingt die Sachen benutzen, die in den Sets dabei sind. Also da ist euch ja absolut freie Hand gelassen. Ja, das gefällt mir ganz gut. Ja, und hier sowas könnte man ja zum Beispiel auch noch verwenden in der Weihnachtsdeko oder im Adventkranz, je nachdem, wenn ihr eure Adventkränze selber macht. Ja, finde ich ziemlich cool. Da ist jetzt aber so nichts mehr bei, was ich jetzt noch verwenden würde. Und ja, ich würde sagen, damit ist meine Krippe fertig. Und ihr seht, die ist wirklich groß. Die ist 40,6 cm. Also die ist wirklich, ja, die hat was. Und mir gefällt sie ganz gut. Ich finde es schön. Ich werde eventuell noch ein bisschen was dekorieren. Wenn ich sie dann aufgestellt habe, vielleicht lege ich dann noch ein bisschen Stroh drumrum oder mache noch irgendwas mit Glitzer oder Licht oder vielleicht noch irgendwie, dass ich hier noch kleine LEDs reinlege, so eine so diese Leisten, die es gibt, wo ich auch oder eine Lichterkette, die man einfach hier so reinlegt, weil das funktioniert ja, das sind ja, ne? Ihr seht das und dann könnt ihr hier einfach die Lichterkette reinlegen, dann ist das Ganze auch noch beleuchtet. Ja, finde ich richtig cool und ich muss sagen, mir gefällt das gut. Ja, das wird dieses Jahr die Deko für unter meinen Tannenbaum. Und dann habe ich ja das Ganze noch einmal in einem anderen Design für meine Fensterbank. Ja, dann habe ich ja noch die Kugeln. Also ihr seht, ich bin schon im kompletten Weihnachtsfieber. Und freue mich auch schon wahnsinnig aufs Dekorieren. Ja, und werde dann wahrscheinlich auch wirklich meinen Baumschmuck dieses Jahr mal komplett selber machen. Ich möchte immer so eine Popcornkette machen, aber ich glaube, da freuen sich meine Katzen. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee.
Ja, ihr Lieben, ich hoffe, dieses kleine Video hat euch wieder gefallen. Ihr seht, das geht wirklich schnell und ja, ihr könnt da auch andere Sachen benutzen, die ihr gerade so da habt und einfach das draus machen, was ihr haben möchtet. Ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder von mir. Damit ist mein Video eigentlich auch schon wieder zu Ende. Ja, ich werde die Tage auf jeden Fall noch ein bisschen mit euch basteln. Jetzt sind aber erstmal wieder meine Kinder zu Hause. Nächste Woche ist ja auch noch ein Feiertag und ja, ihr wisst ja, ne? Wenn die Familie dann zu Hause ist, dann schafft man nichts. Das werden ganz viele von euch kennen, die selber Kinder und Familie haben. Aber ich werde schauen, was wir noch so Schönes zusammen machen können. Und ja, ihr müsst euch leider darauf einstellen, dass es in der nächsten Zeit viel Weihnachtsbastelei geben wird. Eventuell noch ein bisschen herbstliche Deko, aber hauptsächlich wird es wahrscheinlich Weihnachtsdeko geben. Ja, ihr Lieben, und damit verabschiede ich mich, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, bye bye.